Tony Fox hat im letzten Jahr 3,8 Millionen Dollar umgesetzt. Reich dank Cannabis. In ihren Treibhäusern in Colorado wachsen Tausende von Pflanzen. Tony Fox verkauft sie, ganz legal. Köstlich, ich könnte sie roh essen. Seit Januar 2014 ist das Geschäft mit Cannabis im US-Staat Colorado legal. In den Augen von Tony Fox sollte es genau so sein. Am besten überall. Jedermann sollte Zugang zu Marihuana haben. Jeder sollte ein Patient dieser Pflanze sein, sollte sie nutzen können. Und jedermann sollte die Pflanzen auch selbst anbauen können, so wie man sein Gemüse im Garten sieht. Bis vor einem Jahr hat Tony Cannabisprodukte an Schmerzpatienten verkauft. Seit der Legalisierung von Haschisch und Marihuana in Colorado sind die Umsätze ihrer Firma 3D explodiert. Das Unternehmen wächst und wächst. Und wie jede gute Geschäftsfrau ist sie von der Qualität ihrer Produkte überzeugt. Ich nehme täglich Cannabis. Das entspannt mich am Abend und hilft mir, ruhig und konzentriert zu bleiben. Tonys Firma 3D, Denver's Discreet Dispensary, liegt an einer trostlosen Ausfallstraße, so wie die meisten Dispensaries. So werden die typischen Verkaufsstellen genannt. Jeder Kunde muss durch die Eingangskontrolle. Das verlangt die Aufsichtsbehörde. Und nur wer über 21 ist, kommt rein. Nicht jeder will sich filmen lassen. Das alte Drogentabu sitzt noch in den Köpfen. Cannabiskenner behaupten, dass jede Grassorte anders schmeckt und anders wirkt. Natürlich dürfen die Kunden daran riechen, bevor sie ihre Wahl treffen. Es gibt Marihuana zum Rauchen und Haschischkonzentrate. Wer nicht rauchen mag, kann den Stoff auch essen. Eingebacken in Schokolade oder Granola-Kekse. Schön appetitlich verpackt, wie im Süßwarenladen. Das Sortiment, sagt die Verkäuferin Megan, ist so bunt gemischt wie die Kundschaft. Wir haben Kunden aus allen Schichten. Es gibt die Jüngeren und es gibt welche, die sagen, hey, wir waren Hippies in den 70ern, damals waren wir echt stoned. Denen empfehlen wir etwas stärkere Sorten. Aber wir bieten auch spezielle Sorten an für Einsteiger, die gerade Neuland betreten. An guten Tagen kommen mehr als 200 Kunden in den Laden. Das ist nichts im Vergleich zum 1. Januar 2014, dem Tag der Ersteröffnung. Der 1. Januar war der Wahnsinn. 3D Cannabis war die allererste legale Verkaufsstelle. Hunderte von Journalisten drängten sich im Raum. Draußen standen 1000 Leute Schlange. Es war ein Rekordtag. Während der ersten zwei Monate öffneten wir nur am Wochenende, weil wir einfach nichts mehr hatten und es auch sonst nirgends Marihuana zu kaufen gab. In den ersten drei Monaten nach der Freigabe habe ich so viel verkauft wie vorher in 3 Jahren, als es nur um medizinische Anwendungen ging. Die Zeit der Engpässe ist heute vorbei. Aber Kunden von außerhalb sind noch genauso geflasht. So wie die drei Touristen aus Indiana. Zu Hause müssen sie sich das Zeug auf dem Schwarzmarkt besorgen. Es ist schon komisch, dass man hier ganz legal rauchen darf. Und alle tun es. Wo wir herkommen, ist das ein Tabu. Niemand redet darüber. Es ist ganz anders als bei uns zu Hause in Indiana oder anderswo im Land, wo ein illegaler Dealer etwas verkauft und man selbst kauft illegal ein. Und man muss Kontrollen aus dem Wege gehen und in den Schwarzmarkt eintauchen. Hier dagegen passiert alles ganz offen. Es ist fast überwältigend.
Tausende von Touristen kommen täglich nach Denver, um sich überwältigen zu lassen. Doch eine Drogenszene gibt es nicht. Joints im öffentlichen Raum sind streng verboten, sogar auf Hotelbalkonen. Dispensaries schließen um 7 Uhr abends. Und auch in Bars dürfen keine Joints angezündet werden. Es sind nirgends Leute zu sehen, die Cannabis konsumieren. Aber es muss sie überall geben. Es ist nicht leicht für Touristen, die richtigen Orte zu finden. Justin Walker weiß, was Touristen brauchen. Und er findet Lösungen für ihre Probleme. Das Team seiner Firma My 420 Tours denkt sich Freizeitevents für cannabisaffine Denver-Besucher aus. Workshops zum Backen von Haschkeksen oder Cannabis-Stadtrundfahrten im Partybus. Die Teilnehmer sind aus allen Teilen der USA angereist. Mit dabei ein Koch aus Michigan und ein frisch getrautes Paar aus North Carolina. Wir haben versprochen, uns mit der Kamera zurückzuhalten. Für etwas Privatsphäre im Kifferbus. Jenny, die Tourleiterin, verteilt großzügig eine Handvoll Joints. Das hebt sofort die Stimmung. Es müssen aber nicht immer Joints sein. Jenny zeigt, welche Möglichkeiten es sonst noch gibt, high zu werden. Zum Beispiel Hashpens, die nicht warm werden und die man rauchen kann, ohne Rauch zu produzieren. Alright, wie haben wir unseren Tester? Man drückt auf den Knopf und atmet langsam ein. Noch eine Alternative zum Joint. Eine Pfeife aus Aluminium. Sie ist leichter, als sie aussieht. Jetzt machen wir Halt bei La Conteys Plantage. Dort werden die Babypflanzen aufgezogen. Ein bisschen Sauerstoff zwischendurch tut allen gut. Erstkiffer sind unter den Grastouristen nicht dabei. Trotzdem hat noch keiner jemals Cannabis-Pflanzen-Babys gesehen. Auch die blonde Hobbyfotografin nicht, die früher Mathematik unterrichtet hat. Ich rauche, seit ich 15 bin. Vor 5 Jahren bin ich nach Colorado gezogen wegen der Cannabis-Bewegung hier. Ich wollte in Ruhe kiffen können und nicht ständig Angst haben, dafür im Gefängnis zu landen. Obwohl er aus Denver kommt, hat dieser Mann die Tour gebucht. Ich hatte mal Lust, rauszukommen und in Gesellschaft zu sein, in der Marihuana-Szene. Es ist schön, die verschiedensten Leute von überall her zu treffen. Und nur wegen Cannabis. Der Umgang ist cool. Alle sind entspannt. Die Leute sind nett. Es ist einfach eine coole Szene. Und der Veranstalter freut sich über Umsätze von bis zu $100.000 im Monat. Wir schätzen, dass etwa 2,5 Millionen Besucher in Colorado regelmäßig Cannabis konsumieren. Es ist ein großer Markt, der viele Möglichkeiten bietet. Wir wollen ein kleines Stück von diesem Kuchen. Andere sind nicht so bescheiden. Der Cannabis-Riese Medicine Man will ein möglichst großes Stück vom Kuchen.
Fast 1000 Pflanzen wachsen bei Medicine Man in jeder Halle. Pflanze an Pflanze, dicht an dicht. Drogenanbau in Form von industrieller Massenproduktion. Williams ist einer der Gründer des Familienunternehmens. Von Anfang an wollten wir die Größten sein. Wir liegen zwar weit draußen im Industriegebiet von Denver und sind schwer zu finden, aber unsere Preise sind unschlagbar. Wenn die Leute uns einmal entdecken, stellen sie fest, dass wir gute und konstante Qualität anbieten. Und dann kommen sie immer wieder. Das sind unsere derzeitigen Lieblingssorten. White Poison, Flow und Blue Dream. Die hier hat 60% Wirkstoffgehalt, die 60 bis 70 und die 80. Nimm dir ruhig Zeit, die Sorte zu entdecken, die du am besten findest. Der Kunde soll sich wohlfühlen bei Medicine Man. Dass hier ein Produkt verkauft wird, das bis vor kurzem noch als Droge verboten war, ist vergessen. Jetzt geht's ums Geschäft. Marihuana ist zurzeit noch ziemlich teuer. Wir wollen, dass es so erschwinglich wird wie Bier. Man kann nach der Arbeit noch schnell ein Bier für ein paar Dollar trinken. Und so stellen wir uns das auch für Marihuana vor. Damit die dicht wachsenden Pflanzen sich wohlfühlen und Sauerstoff bekommen, werden sie mit ausgefeilter Klimatechnik belüftet und rund um die Uhr ventiliert. Ein Hightech-Wahnsinn, made in Germany. 60 Angestellte kümmern sich im Schichtdienst um die Plantagen. Auch wenn es vielleicht den Anschein hat, kiffen während der Schicht ist nicht erlaubt. Da hört der Spaß auf. Wer erwischt wird, fliegt raus. Wir sind hier keine Kiffertruppe, die bei der Arbeit Gras raucht. Wir machen Geschäfte und wir haben standardisierte Arbeitsprozesse. Systematische Ertragssteigerung, immer mehr Masse. Vielleicht sieht so die Zukunft der legalen Cannabiswirtschaft aus. Die totale Expansion. Wie viel Marihuana im Trockenraum von Medicine Man lagert, ist kaum zu schätzen. Jeder Eimer ist ein Vermögen wert. Dieser Eimer enthält das beste Gras in unserem Haus, Girl Scout Cookies. Es wirkt stark, schmeckt sehr gut und raucht sich gut. Es macht sehr high. Es ist eine berühmte und beliebte Sorte. In diesem Eimer allein stecken $30,000. Colorado im ökonomischen Aufwind. In Denver herrscht eine Art Goldgräberstimmung, wie einst vor 150 Jahren beim Goldrausch, als die Kuppel des Kapitols mit echtem Gold verziert wurde. Ungefähr 500 Cannabis-Firmen gibt es in Denver. Ihr Wahrzeichen, das Grüne Kreuz, gehört inzwischen zum Stadtbild. Es sind große Firmen wie 3D von Tony Fox, aber auch kleine Unternehmen. Die meisten existieren schon seit ein paar Jahren als medizinische Verkaufsstellen. Cannabis zum medizinischen Gebrauch wurde 2010 für legal erklärt. Letztes Jahr folgte dann die allgemeine Freigabe. Große wie kleine, alle profitieren vom Haschboom. Auch der Geschäftsmann Ian Sieb. Früher betrieb er Denvers allererste medizinische Verkaufsstelle, Denver Relief. Heute hält er sich aus dem täglichen Verkauf heraus und widmet sich höheren Aufgaben. Er betreibt Networking und Consulting. Pro Woche nehmen 30 bis 40 Neuinteressenten mit uns Kontakt auf. Sie haben eine Geschäftsidee, sie sind Investoren. Sie suchen einen Partner, der schon eine Idee hat, oder sie planen die Gründung von Fonds, die in die Cannabis-Industrie investieren. Längst ist Colorado nicht mehr nur für leidenschaftliche Kiffer interessant. Mittlerweile ist die Branche ein Thema für Geschäftsleute an sich. Auch für solche, die mit der Droge gar nichts zu tun haben oder haben wollen.
Apropos Goldrausch, wir sprechen hier von dem grünen Rausch. Während des Goldrauschs verdienten Leute viel Geld, ohne nach Gold graben zu müssen. Sie verkauften den Goldgräbern Schaufeln und Jeans und Ausrüstungen. Dieses Muster lässt sich auch auf die Cannabis-Industrie anwenden. Es gibt da Lieferanten für Verpackungen, Versicherungsagenten, Sicherheits- und Überwachungstechniker, Innenarchitekten, Köche, Anwälte, Buchhalter und Einzelhandelsfachleute. Chefs and you have lawyers and you have accountants and you have retail specialists. Über eine halbe Milliarde Umsatz in 2014. Wie berauscht von dem eigenen Höhenflug glaubt die Cannabisbranche an die Geburt eines brandneuen riesigen Industriezweigs. Es ist selten im Leben, dass man das Entstehen einer neuen Industrie erlebt. Unsere Großeltern sahen die Stahlindustrie, dann die Zeitungsindustrie. Wir sahen die Automobilindustrie und die Dotcom-Industrie. Heute ist es die Cannabis-Industrie. Und wie in allen Industriezweigen, so haben sich auch die Cannabis-Produzenten organisiert, in der Marijuana Industry Group. Der Verband mit Sitz im 37. Stock eines Gebäudes in Downtown Denver ist um Seriosität bemüht. Die Zeit der schmuddeligen Schwarzmarktdealer ist Geschichte. Der Vorsitzende Mike Elliott hat eine beeindruckende Bilanz zu bieten. Wir rechnen für ganz Colorado mit 600 bis 700 Millionen Dollar Umsatz für 2014. Ich wette, nächstes Jahr oder 2016 werden wir eine Milliarde erreichen, allein in Colorado. Die Freigabe weicher Drogen, findet Elliott, war ein notwendiger, ein logischer Schritt. Denn gekifft wird sowieso. Dann kann man besser daran mitverdienen. Nach 45 Jahren Krieg gegen die Drogen in den USA steht fest, Marihuana wird immer noch gekauft und verkauft. Das gilt vor allem für Schulen. Das ist seit Jahrzehnten so. Also haben wir den Kopf aus dem Sand gezogen und die Tatsache anerkannt, dass sich das nicht ändern wird. Jetzt lassen wir Marihuana lieber von genehmigten, streng kontrollierten Firmen verkaufen, die Steuern zahlen, statt von Drogenkartellen. Toni Fox, die Cannabis-Unternehmerin, sieht das genauso. Allerdings ist ihre Kundschaft kaum auf Schulhöfen anzutreffen. Die meisten Leute, die hierher kommen, haben graues Haar. Es ist nämlich ein großer Irrtum zu glauben, dass nur junge Leute Cannabisprodukte kaufen. In Wahrheit sind es Geschäftsleute, berufstätige, rechtschaffene Menschen. Und sie finden es spannend hier. Vielleicht haben sie ein oder zweimal im Leben Haschisch geraucht, also etwas Verbotenes getan. Jetzt kommen sie her, um sich den legalen Markt anzuschauen. 30 Mitarbeiter kümmern sich bei Toni Fox um die Pflanzen, in Handarbeit. Die Produktion der Droge ist mühselig und arbeitsintensiv. Trotzdem hatte Toni keine Mühe, Arbeitskräfte zu finden. Die finden es cool, Teil der neuen Industrie zu sein. Sie zerkleinern die getrockneten Pflanzen und schnippeln die Blätter von den Blüten, tagelang. Am Ende entstehen sogenannte Buds, das rauchbare Endprodukt, das abgewogen und in kindersicheren Behältern verpackt wird. Täglich mit Cannabis zu tun zu haben, war für die Packerin Faith ein Traum. Ich war Veterinärtechnikerin, aber immer sehr angetan von Marihuana. Als ich die Gelegenheit zum Einsteigen bot, bin ich sofort auf den Zug aufgesprungen. Dafür musste sie einige Auflagen erfüllen. Denn im Marihuana-Business ist man um Sauberkeit bemüht. Wer hier arbeiten möchte, muss sich durchleuchten lassen, muss einen Antrag stellen, alte Arbeitgeber nennen und ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Das galt auch für den Security-Mann Sam, einen ehemaligen Polizisten. Es ist eine gute Sache. So bleibt die Branche frei von kriminellen Elementen. Am Ende sind es dann nur engagierte, offiziell geprüfte Leute, die die Industrie prägen.
Dass die Unternehmen nicht nur legal verkaufen, sondern alles ordnungsgemäß verläuft, wird peinlich genau überwacht. Von der Marijuana Enforcement Division, der mächtigen Kontrollbehörde des Staates Colorado. Hier werden Lizenzen verteilt oder entzogen, Nachweise geprüft über Geldgeber und Investoren, Bankkonten von Antragstellern gecheckt. Wir sind die Schleusenwärter, die schon an vorderster Front die Weichen stellen. Anwärter müssen eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen. Die meisten Regeln haben aber den Zweck, die Lizenznehmer zu kontrollieren und zu schauen, ob sie korrekt angeben, wie viele Waren sie genau produzieren und wie viele sie verkaufen. Louis Koskis Team hat sich ein System ausgedacht, um die Cannabisproduktion zu erfassen. Jede einzelne Pflanze in Colorado bekommt einen Anhänger mit Barcode, und zwar im zartesten Babyalter. Hier in diesem Stadium bekommt die Pflanze ihren RFID-Clip. Von da an wird sie vom Staat Colorado als lebensfähige Cannabispflanze erfasst. Big Brother im Gewächshaus. Der Anhänger enthält einen Computerchip, der mit elektronischen Lesegeräten ausgelesen wird. Louis Koskis Leute können damit ganze Gewächshäuser per Funk erfassen. Dass sie ihre Kontrollbesuche nicht ankündigen, versteht sich von selbst. Sie kommen herein und scannen den Raum mit ihren Lesegeräten. Damit können sie jede Pflanze identifizieren, die einen Anhänger trägt. Und sie können sagen, Toni, 10 Pflanzen fehlen, wo könnten sie denn sein? Wir sind also ein hochmoderner, vollständig erfasster Industriezweig. Ja, es ist ein ausgefeiltes System und ein ausgezeichnetes Instrument, das uns hilft zu schauen, ob die Lizenznehmer durchgehend korrekte Angaben machen. Wir können Stichproben machen und prüfen, ob sie regelkonform handeln. In Fragen der Steuereintreibung verstehen die Behörden auch keinen Spaß. Tony Fox weiß das. Sie zahlt 10-30% Steuern auf ihre Umsätze, ohne zu jammern. Hauptsache, der kontrollierte Markt erweist sich als Erfolgsmodell. Wir tun alles, um eine weltweite Legalisierung voranzutreiben. Das war immer meine Mission. Ich zahle gern hohe Steuern und ich bin auch gerne das Versuchskaninchen für die ganze Welt. Wir leisten hier gute Arbeit. Und wir zeigen, dass ein kontrollierter, steuerpflichtiger Markt funktioniert. Dass Toni Fox zur glühenden Kämpferin für legalen Anbau wurde, hat auch familiäre Gründe. Privat wohnt sie außerhalb von Denver am Fuße der Rocky Mountains. Hier ist die Geschichte ihres jüngeren Bruders immer präsent. Er wurde wegen kleinerer Drogendelikte als Krimineller abgestempelt. Er verkaufte Gras an seine Freunde, in kleinen Mengen, aber er schrieb alles auf. Nach 2 Jahren fanden Beamte der Bundespolizei die Aufzeichnungen. Er wurde nach dem üblichen Strafmaß zu einer Gefängnisstrafe von 10 Jahren verurteilt. Dabei hatte er nie mehr als $20 oder $30 in der Tasche. Er bezahlte mit fast einem Jahrzehnt seines Lebens dafür. Toni besuchte ihren Bruder im Gefängnis. Sie war wütend und traurig. Ein Familienmitglied im Gefängnis zu besuchen, bricht einem das Herz. Als ich vor 4 Jahren mein Geschäft eröffnete, dachte ich bei jedem Besuch im Gefängnis, ich könnte auch hier sitzen und lebenslang eingesperrt werden. Ich züchte Tausende von Cannabispflanzen und verkaufe sie für Millionensummen. Mein Leben könnte vorbei sein, wenn ein Bundespolizist es wollte. Toni Fox war empört über die Unverhältnismäßigkeit amerikanischer Drogenpolitik und wurde Cannabis-Aktivistin. Sie engagierte sich bei der Volksabstimmung im Jahre 2012 für die Legalisierung weicher Drogen in Colorado. Damals lieferten sich Gegner und Befürworter eine heiße Schlacht. Die meisten Politiker und die obersten Justizbehörden waren gegen eine Legalisierung. Der Journalist John Ingold verfolgte damals für die Zeitung Denver Post die Kampagne. Die Haltung des demokratischen Governors von Colorado, John Hickenlooper, war klar.
Der Governor erklärte, er sei gegen die Legalisierung. Er hielt die Wähler, die dafür gestimmt hatten, für unvernünftig. Persönlich rechnete er mit unvorhergesehenen Folgen. Und er befürchtete auch, dass die Zahl der Verbrechen steigen würde. Im Amtssitz des Governors Hickenlooper sorgte man sich vor allem um den guten Ruf des sauberen Staates Colorado. Wir befürchteten, dass Cannabis-Geschäfte zu Zentren der Kriminalität würden und dass sich das bei jeder Eröffnung eines neuen Ladens verschlimmern könnte und dass rund um solche Läden die Immobilienpreise sinken könnten, dass die Anwohner Angst bekämen und ausziehen würden und am Ende gäbe es in ganz Colorado Rotlichtzonen. Das waren unsere Ängste. Bis jetzt ist nichts davon eingetreten. Im Gegenteil, rund um die Cannabis-Geschäfte steigen die Immobilienpreise. Der Governor John Hickenlooper äußert sich inzwischen nicht mehr zur Legalisierung. Er streicht die Steuergelder ein und schweigt. Wir betrachten die Steuereinnahmen nicht als Gewinn. Es wird viel darüber geredet, aber dieses Gesetz wegen der Steuereinnahmen umzusetzen, das wären die falschen Gründe. Wir haben dieses Jahr 50,1 Millionen Dollar eingenommen. Das reicht gerade für die Kontrollbehörden und für Gesundheits- und Jugendschutzprogramme. Fakt ist, dass laut der Kriminalstatistik des Staates Colorado die Anzahl der Gewaltverbrechen um 23% sank. Die Befürchtungen des Governors sind nicht eingetreten. Im Gegenteil. Viele junge Leute ziehen zurzeit nach Colorado. Ob das in Zusammenhang mit Marihuana steht, sei dahingestellt. Aber es wirkt sich auf den ganzen Staat aus. Nach unseren Umfragen ist die Mehrheit immer noch für die Legalisierung. Die Pott-Touristen haben längst noch nicht genug von dem Stoff. Als erfahrene Kiffer können sie noch ein paar Züge vertragen. Tourleiterin Jenny erläutert die verschiedenen Cannabis-Typen. Aber das scheint keinen zu interessieren. Der klassische Joint kommt immer noch am besten an. Aber auch die neuen essbaren Produkte, die Edibles, haben es in sich. Jenny erklärt, worauf es ankommt. Weiß jeder, was Edibles sind? Man fängt mit 5 Milligramm Wirkstoff an und wartet eine halbe Stunde. Schaut, wie ihr euch fühlt und esst eventuell noch mal 5 Milligramm. Wenn ihr high genug seid, hört bitte auf. Die nächste Station, das La Contis Dispensary, weit draußen in den Suburbs. Hier können die Tourteilnehmer all die Produkte kaufen, die sie zuvor im Bus ausprobiert haben. Joints, Pfeifen und Haschischpens. Und die viel gerühmten Edibles, die in letzter Zeit bei der Cannabis-Community immer populärer geworden sind. Als Gummibären, Marshmallows oder Schokoriegel. Leicht zu verzehren, aber schwierig zu dosieren. In Tonys Laden gibt es sogar cannabishaltige Erfrischungsgetränke. Das ist ein Wurzelbier mit Sarsaparilla-Geschmack. Sehr lecker. Es enthält 75 Milligramm Wirkstoff. Es ist sehr stark. Wir empfehlen, nicht mehr als ein Viertel der Flasche zu trinken und den Rest kalt zu stellen. Das fällt schwer, weil es so gut schmeckt. Das kann auch mal schief gehen. In der Universitätsklinik von Denver wurden im letzten Jahr vermehrt Patienten mit Überdosis-Symptomen eingeliefert. Der Toxikologe Dr. Monty nimmt sie in Empfang.
Es gibt eindeutig mehr Notfälle. Fast alle gehen auf essbare Cannabisprodukte zurück. Die Patienten leiden unter Herzrasen, Schweißausbrüchen, Aufregung und Beklemmungszuständen. Dabei müssten die Konsumenten eigentlich gewarnt sein. Wie viel Wirkstoff in jedem Stück Schokolade steckt, steht auf der Packung. Essbare Produkte sind eigentlich sehr gut. Sie zeigen hervorragende klinische Effekte, wenn man sie zu medizinischen Zwecken nimmt. Sie gehen langsam in den Blutkreislauf. Problematisch wird es, wenn sie zu berauschenden Zwecken konsumiert werden. Man spürt die Wirkung frühestens nach 30 Minuten. Es kann auch bis zu 3 Stunden dauern. Also verstärken die Konsumenten die Dosis, um sich schnell zu berauschen. Dann liegt eine Überdosis vor, so wie das bei anderen Drogen auch vorkommt. Zugegeben, die Symptome sind leicht zu behandeln. Oft reicht ein Beruhigungsmittel. Prinzipiell gefährlich ist Marihuana für Jugendliche. In Teenagerhirnen kann es enormen Schaden anrichten. Die Altersgrenze von 21 Jahren findet Dr. Monti zu niedrig. Wir wissen sicher, dass das menschliche Hirn sich bis zum Alter von 25 Jahren entwickelt. Der Konsum von Cannabis, ebenso wie von allen anderen Drogen, während dieses Stadiums sollte strikt vermieden werden. Es gibt überzeugende Beweise dafür, dass der Intelligenzquotient durch Marihuana sinkt und die Entwicklung des Hirns gestört wird. Außerdem gibt es ein hohes Risiko für Depressionen und psychiatrische Erkrankungen. Im Amtssitz des Governors ist das Problem bekannt. Es wird über mehr Aufklärung diskutiert. Auch Tony Fox macht sich Sorgen, aber ganz andere. Nach einem plötzlichen Kälteeinbruch in den Bergen musste sie ein Freiland-Marihuana-Feld vorzeitig ernten. Das bedeutet weniger Ertrag. Und gleichzeitig wird der Konkurrenzdruck auf dem Cannabismarkt immer größer. Angebot und Nachfrage schütteln den Markt. Die Preise sinken. Die Cannabis-Unternehmen in Colorado haben Anstrengungen unternommen, um ihre Produktionen zu steigern. Da muss Tony mithalten. Mehr Lampen, mehr Licht, mehr Angestellte, mehr Effizienz. Wir wollen die beste Qualität und einen Maximalertrag. Dazu müssen wir sicher gehen, dass die Pflanze die entsprechende Behandlung bekommt. Wir haben dafür einen Pflanzenarzt vor Ort, einen Wissenschaftler, der uns hilft, die Produktion zu verbessern. Eric Hunter ist eigentlich ein Mineraloge, der die Nährlösungen für die Pflanzen mixt. Überhaupt ist er eher Pflanzenoptimierer als Pflanzendoktor. Wir haben mit unterschiedlichem Licht und mit Düngemitteln experimentiert. Unser Überleben hängt von Grammzahlen pro Quadratmeter und vom Wattverbrauch ab. Wir wollen so viel wie möglich aus kleinen Flächen herausholen, mit Hilfe von Elektrizität. Der Doktor testet und tüftelt mit immer neuen Parametern. Weniger Kifferromantik geht nicht. Unterm Strich zählt der Ertrag. Darum geht es schließlich. Wir wollen aus den Pflanzen mehr Gewicht an Blüten in kürzerer Zeit herausholen. Tony Fox bedauert diese Entwicklung. Aber sie kann nicht gegen den Strom schwimmen. So laufen die Dinge nun mal in freien Marktwirtschaften. Wir beobachten, wie Millionen Quadratmeter an Anbauflächen entstehen. Zehntausende Dollar fließen in diese Anlagen. In der Folge wird der Markt mit Marihuana überflutet und die Preise werden überall sinken. Das ist die nächste Hürde, die wir überspringen müssen. Viele Unternehmer werden im Laufe der nächsten 6 bis 12 Monate ihre Geschäfte schließen, wegen des starken Konkurrenzdrucks. Der Firma Medicine Man, dem Platzhirsch vor Ort, macht das nichts aus. Wie immer drängen sich die Besucher in Schlangen vor der Verkaufstheke. In einem guten Monat kann Medicine Man auch mal $1 Million Umsatz verbuchen. Sinkende Preise sind Teil des Systems.
Die Leute hier in Colorado sind mittlerweile verwöhnt. Sie sind hochnäsig. Sie verlangen eine große Auswahl und niedrigere Preise. Da muss man sich etwas einfallen lassen. Man muss mit Sonderangeboten kommen oder mit Offerten wie zwei zum Preis von einem. Die Kunden haben eine Riesenauswahl. Also muss man billiger oder besser sein, um konkurrenzfähig zu bleiben. Bei Medicine Man löst man die Aufgabe durch Akkordarbeit. Die Ernte der Pflanzen, ihr Transport, der Umzug von Cannabiskulturen in andere Hallen, das Trocknen der Blüten, alles läuft wie eine gut geölte Maschine. Medicine Man bricht sogar das, was bei anderen Firmen als Tabu gilt. Das sogenannte Trimmen, das Entfernen der kleinen Blätter von den Cannabisblüten, läuft bei den günstigeren Sorten automatisch. Eine Trimmmaschine erledigt die Arbeit. Unser nächster Schritt wird die volle Automatisierung sein. Keine menschliche Hand wird mehr die Pflanzen anfassen und wir werden dabei viel Geld sparen. Nichts wird verschwendet bei Medicine Man. Selbst die kleinen Blätter werden an Bäckereien verkauft und zu essbaren Produkten verarbeitet. Der Cannabis-Riese, der jetzt schon mächtig ist, erschlägt die Konkurrenz, allein durch seine schiere Größe. Firmen wie wir werden die gesamte Industrie übernehmen, das sehe ich kommen. Vielleicht bleiben ein paar Tante-Emma-Läden übrig, die besondere Feinschmecker-Produkte anbieten. Doch der Hauptteil der Cannabis-Industrie wird sich auf große Firmen wie diese hier konzentrieren. Natürlich begnügt sich ein amerikanischer Self-Made-Man wie Pete Williams nicht mit bescheidenen Wünschen. Für die Zukunft gilt: Think big. Ich glaube fest daran, dass man eines Tages Cannabis im Laden kauft wie eine Packung Marlboro-Zigaretten. Man geht in den Laden oder man sagt zu seiner Frau oder zu dem Ehemann: Liebling, bring mir doch bitte eine Packung Medicine Man mit. Davon träumen wir, dass Cannabis ein Massenprodukt wird und man dabei sofort an die Marke Medicine Man denkt. Wie viele von den Tante-Emma-Läden werden am Ende übrig bleiben? Oder stößt der Expansionsdrang an seine Grenzen? Denn der Zahlungsverkehr der Branche ist nach wie vor problematisch. Banken unterliegen in den USA Bundesrecht. Und auf Bundesebene gelten Gewinne aus dem Drogenhandel als Schwarzgeld. Vielen Firmen bleibt also nichts anderes übrig. Sie betreiben ihre Geschäfte mit Bargeld. Die Einnahmen werden von Security-Unternehmen transportiert. Eine absurde Situation. Auch für Tony Fox, in deren Firma Produkte im Wert von über $250.000 lagern. Offiziell darf sie kein Bankkonto besitzen. Ich hatte Glück, eine Bank zu finden, wo man mich kennt und wo bekannt ist, was ich tue. Aber ich lebe jeden Tag in Angst, denn wenn man sie dazu auffordert, werden sie das Konto schließen. Die Konsequenz? Tony wickelt das Tagesgeschäft in Bar ab. Die Kunden zahlen Cash. Mastercard und Visa teilten mir letztes Jahr mit, dass sie mein Geld nicht mehr wollten. Ich sagte: In Ordnung, eure Gebühren sind sowieso zu hoch. Kunden können jetzt Bargeld direkt aus Automaten ziehen. Wir haben die Geldautomaten vor Ort. Da können die Kunden Bargeld ziehen und damit bezahlen. Viele meiner Zulieferer haben keine Bankkonten, also erfolgt unser Zahlungsverkehr in Bar. Das ist alles sehr kompliziert, vor allem bei der Buchhaltung. Alan Brockstein weiß um die Problematik. Der Finanzmanager kennt sich aus in der Cannabis-Branche, genauso wie an der Börse, der New York Stock Exchange. Er analysiert den Markt, beobachtet die Cannabis-Unternehmen an der Börse. Brockstein ist gerade aus Texas eingetroffen. In Denver will er Geschäftsfreunde treffen. Sein Job? Im Auftrag von Investoren zukunftsträchtige Cannabis-Aktien zu kaufen.
Viele Leute wollen investieren. Die Herausforderung besteht darin, intelligent zu investieren. Manchmal muss ich sie überreden, nicht zu investieren, so seltsam das klingt. Die Branche ist nämlich, börsentechnisch gesehen, ein Dschungel. Es sind zwar viele Unternehmen an der Börse notiert, aber das sind kleine Penny-Stocks. Es gibt viele Unbekannte. Es ist nicht so, als ob man Coca-Cola-Aktien kauft. Investments sind zurzeit hochriskant. Keiner kann den zukünftigen Börsengewinner herauspicken, denn es gibt noch keine Marken und keine Gewinne. Es wird hohe Verluste geben, aber auch spektakuläre Erfolge. Erschwerend kommt hinzu, so Brockstein, dass Gelder in Unternehmen fließen würden, die zwar in Colorado legal arbeiten, aber auf Bundesebene als illegal gelten. Die Verkaufsstellen und Plantagen verstoßen gegen Bundesgesetz. Daran besteht kein Zweifel. Keiner weiß, ob sie eines Tages verklagt werden. Das ist eine ganz entscheidende Frage in den USA. Man will schließlich nicht in ein börsennotiertes Unternehmen investieren, das theoretisch von der Bundesregierung kassiert werden kann. Das ist ein großes Problem. Und amerikanische börsennotierte Unternehmen sind auf ihren guten Ruf bedacht. Die Droge lebt weiter als Tabu in vielen Köpfen, auch in den Köpfen der Börsianer. Cannabis ist jetzt legal in Colorado und Washington. Es wird legal in Oregon und Alaska. 23 Staaten sind dabei, Gesetze zur Legalisierung von medizinischem Marihuana umzusetzen. Und dennoch, das Stigma ist immer noch mächtig. Die Teilnehmer der Pott-Tour sind auf der letzten Station ihrer Rundfahrt angekommen. In einem Geschäft mit einem riesigen Sortiment von Wasserpfeifen und Rauchutensilien. Ein Mekka der Glaskunst. Natürlich sollen sie auch hier einkaufen und Dollar ausgeben. Die Rückfahrt nach einem vierstündigen Cannabis-Trip. Auch gewohnheitsmäßige Kiffer bleiben nicht ewig high. Die Stimmung ist trotzdem großartig und sehr entspannt. Dann geht auch der letzte Joint aus. Eine schönere Hochzeitsreise hätten sich die Honeymooner nicht vorstellen können. Wir wollten uns von dem Hochzeitsstress erholen. Du vergisst hier, woran du zu Hause denkst. Du bist endlich entspannt. Die lustigste Tour meines Lebens. Es war die Reise wert. Mann, waren wir stoned. Könnte. Das kann und will sich keiner vorstellen. Jetzt machen wir Halt bei La Conteis Plantage. Dort werden die Babypflanzen aufgezogen. Ein bisschen Sauerstoff zwischendurch tut allen gut. Erstkiffer sind unter den Grastouristen nicht dabei. Trotzdem hat noch keiner jemals Cannabis-Pflanzenbabys gesehen. Auch die blonde Hobbyfotografin nicht, die früher Mathematik unterrichtet hat. Ich rauche, seit ich 15 bin. Vor 5 Jahren bin ich nach Colorado gezogen, wegen der Cannabis-Bewegung hier. Ich wollte in Ruhe kiffen können und nicht ständig Angst haben, dafür im Gefängnis zu landen. Obwohl er aus Denver kommt, hat dieser Mann die Tour gebucht.
Ich hatte mal Lust, rauszukommen und in Gesellschaft zu sein, in der Marihuana-Szene. Es ist schön, die verschiedensten Leute von überall her zu treffen. Und nur wegen Cannabis. Der Umgang ist cool. Alle sind entspannt. Die Leute sind nett. Es ist einfach eine coole Szene. Und der Veranstalter freut sich über Umsätze von bis zu 100.000 Dollar im Monat. Wir schätzen, dass etwa 2,5 Millionen Besucher in Colorado regelmäßig Cannabis konsumieren. Es ist ein großer Markt, der viele Möglichkeiten bietet. Wir wollen ein kleines Stück von diesem Kuchen. Andere sind nicht so bescheiden. Der Cannabis-Riese Medicine Man will ein möglichst großes Stück vom Kuchen. Fast 1000 Pflanzen wachsen bei Medicine Man in jeder Halle. Pflanze an Pflanze, dicht an dicht. Drogenanbau in Form von industrieller Massenproduktion. Peter Williams ist einer der Gründer. Die Teilnehmer sind aus allen Teilen der USA angereist. Mit dabei ein Koch aus Michigan und ein frisch getrautes Paar aus North Carolina. Wir haben versprochen, uns mit der Kamera zurückzuhalten. Für etwas Privatsphäre im Kifferbus. Jenny, die Tourleiterin, verteilt großzügig eine Handvoll Joints. Das hebt sofort die Stimmung. Es müssen aber nicht immer Joints sein. Jenny zeigt, welche Möglichkeiten es sonst noch gibt, high zu werden. Zum Beispiel Hashpens, die nicht warm werden und die man rauchen kann, ohne Rauch zu produzieren. Alright, hier haben wir unseren Tester. Man drückt auf den Knopf und atmet langsam ein. Noch eine Alternative zum Joint. Eine Pfeife aus Aluminium. Sie ist leichter, als sie aussieht. In den ersten 3 Monaten nach der Freigabe habe ich so viel verkauft wie vorher in 3 Jahren, als es nur um medizinische Anwendungen ging. Die Zeit der Engpässe ist heute vorbei. Aber Kunden von außerhalb sind noch genauso geflasht. So wie die 3 Touristen aus Indiana. Zu Hause müssen sie sich das Zeug auf dem Schwarzmarkt besorgen. Es ist schon komisch, dass man hier ganz legal rauchen darf. Und alle tun es. Wo wir herkommen, ist das ein Tabu. Niemand redet darüber. Es ist ganz anders als bei uns zu Hause in Indiana oder anderswo im Land, wo ein illegaler Dealer etwas verkauft und man selbst kauft illegal ein. Und man muss Kontrollen aus dem Wege gehen und in den Schwarzmarkt eintauchen. Hier dagegen passiert alles ganz offen. Es ist fast überwältigend. Tausende von Touristen kommen täglich nach Denver, um sich überwältigen zu lassen. Doch eine Drogenszene gibt es nicht. Joints im öffentlichen Raum sind streng verboten, sogar auf Hotelbalkonen. Dispensaries schließen um 7 Uhr abends. Und auch in Bars dürfen keine Joints angezündet werden. Es sind nirgends Leute zu sehen, die Cannabis konsumieren. Aber es muss sie überall geben. Es ist nicht leicht für Touristen, die richtigen Orte zu finden. Justin Walker weiß, was Touristen brauchen. Und er findet Lösungen für ihre Probleme.
Das Team seiner Firma My420 Tours denkt sich Freizeitevents für cannabisaffine Denver-Besucher aus. Workshops zum Backen von Haschkeksen oder Cannabis-Stadtrundfahrten im Partybus. Dispensaries. So werden die typischen Verkaufsstellen genannt. Jeder Kunde muss durch die Eingangskontrolle. Das verlangt die Aufsichtsbehörde. Und nur wer über 21 ist, kommt rein. Nicht jeder will sich filmen lassen. Das alte Drogentabu sitzt noch in den Köpfen. Cannabis-Kenner behaupten, dass jede Grassorte anders schmeckt und anders wirkt. Natürlich dürfen die Kunden daran riechen, bevor sie ihre Wahl treffen. Es gibt Marihuana zum Rauchen und Haschischkonzentrate. Wer nicht rauchen mag, kann den Stoff auch essen, eingebacken in Schokolade oder Granola-Kekse. Schön appetitlich verpackt, wie im Süßwarenladen. Das Sortiment, sagt die Verkäuferin Megan, ist so bunt gemischt wie die Kundschaft. Wir haben Kunden aus allen Schichten. Es gibt die Jüngeren und es gibt welche, die sagen, hey, wir waren Hippies in den 70ern, damals waren wir echt stoned. Denen empfehlen wir etwas stärkere Sorten. Aber wir bieten auch spezielle Sorten an für Einsteiger, die gerade Neuland betreten. An guten Tagen kommen mehr als 200 Kunden in den Laden. Das ist nichts im Vergleich zum 1. Januar 2014, dem Tag der Ersteröffnung. Der 1. Januar war der Wahnsinn. 3D Cannabis war die allererste legale Verkaufsstelle. Hunderte von Journalisten drängten sich im Raum. Draußen standen 1000 Leute Schlange. Es war ein Rekordtag. Während der ersten zwei Monate öffneten wir nur am Wochenende, weil wir einfach nichts mehr hatten und es auch sonst nirgends Marihuana zu kaufen gab. Tony Fox hat im letzten Jahr 3,8 Millionen Dollar umgesetzt. Reich dank Cannabis. In ihren Treibhäusern in Colorado wachsen Tausende von Pflanzen. Tony Fox verkauft sie, ganz legal. Köstlich, ich könnte sie roh essen. Seit Januar 2014 ist das Geschäft mit Cannabis im US-Staat Colorado legal. In den Augen von Tony Fox sollte es genau so sein. Am besten überall. Jedermann sollte Zugang zu Marihuana haben. Jeder sollte ein Patient dieser Pflanze sein, sollte sie nutzen können. Und jedermann sollte die Pflanzen auch selbst anbauen können, so wie man sein Gemüse im Garten sieht. Bis vor einem Jahr hat Tony Cannabisprodukte an Schmerzpatienten verkauft. Seit der Legalisierung von Haschisch und Marihuana in Colorado sind die Umsätze ihrer Firma 3D explodiert. Das Unternehmen wächst und wächst. Und wie jede gute Geschäftsfrau ist sie von der Qualität ihrer Produkte überzeugt. Ich nehme täglich Cannabis. Das entspannt mich am Abend und hilft mir, ruhig und konzentriert zu bleiben. Tonys Firma 3D, Denver's Discreet Dispensary, liegt an einer trostlosen Ausfallstraße, so wie die meisten.